Hi, ich möchte euch heute ein bisschen was zu so zeigen. Steffi hatte ein Lesezeichen-Video gemacht und ich wollte euch ein paar von meinen Lesezeichen zeigen und mein Buch Notizenbuch und so Kleinigkeiten halt. Ja, und gibt's gar nicht. Ein Lesezeichen-Video. Ich habe eine Box. So sieht die aus. Hat so ein leichtes Muster. Und da sind Lesezeichen und Leseproben drin. Leseproben habe ich hier einmal von Flames and Roses, da habe ich noch nicht reingelesen. Und einmal die Rebellion der Maddie Freeman, das habe ich mir schon durchgelesen, klang auf jeden Fall interessant. Einige von euch lesen es ja auch oder haben es gerade gelesen, da werde ich auf jeden Fall mal abwarten, was die Rezensionen so bringen. Dann habe ich, tada, eine Box voller Lesezeichen. Ganz viele von diesen Gratis-Lesezeichen, die mit den Schweinchen fand ich so süß. Warum ich jetzt drei davon habe, weiß ich nicht. An zwei kann ich mich erinnern, aber drei. Dann gab es hier mal eins zum Valentinstag. Die fand ich ganz niedlich. Und meine absoluten Lieblinge sind, das ist noch eingepackt. Hab ich das geschenkt bekommen? Ja, das habe ich von Steffi geschenkt bekommen. Danke nochmal, meine Süße. So, und zwar Lesepause mit diesen Gummilesebändchen. Die finde ich wirklich am tollsten. Dadurch, dass ich immer im Bus lese, meine Bücher immer und überall dabei habe. Ich gehe sogar mit einem Buch in die Disco, weil in der Bahn unterwegs, wenn man sich ein Buch vom Kopf hält, dann wird man wenigstens in Ruhe gelassen. So, also das finde ich sehr schön, dieses Pause-Lesezeichen. Davon habe ich Unmengen, ja. Dann dieses I Love Books. Finde ich sehr, sehr schön mit einem grünen Lesebändchen. Mein Lieblingslesezeichen ist dieses Schwarz mit Goldene. Das habe ich sogar zweimal, weil ich es einmal noch geschenkt bekommen habe. Dann finde ich auch dieses hier sehr schön. Das ist braun mit mintfarbenem Flockprintmuster. Das ist so weich und samtig mit einem passend türkisfarbenen Lesebändchen. Dann auch ein Geschenk von einer lieben Freundin ist dieses hier, Lesezeit mit der Rose. Dünn haben wir dieses, das liebe ich auch sehr. Das hat ein schwarzes Gummiband, ist weinrot mit schwarzem und mintfarbenem Schnörkelmusterschrift. Finde ich auch sehr toll. Dann dieses hier, das liebe ich auch, das ist schwarz-lila mit goldenem Ornament und einem lilanen Gummibändchen dran. Dann habe ich, welches ich momentan in meinem Buch habe, dieses hier. Mit den Büchern, mit dem Buchrücken und dazu passend dieses rotbraune Literature oder Literature. Das finde ich auch sehr, sehr schön. So, dann haben wir von Steffi geschenkt bekommen, weil das in ihrem Paket drin war und sie hatte das gleich mehrmals von Cossis Welt ein Lesezeichen. Dann habe ich, das hing immer an meiner Klotür, aber das ist schon kaputt und deswegen habe ich es jetzt abgemacht. Und zwar kann man, ich finde das für die Toilette total gut, ja. Komme gleich wieder, bin auf der Jagd nach dem Schnatz, wenn es besetzt ist. Und Achtung, vorbetreten, Zauberstab bereithalten, wenn es frei ist. Ich finde das für die Toilette unheimlich witzig und ich ärgere mich, dass ich damals nur eins davon mitgenommen habe, was so schön an die Tür hängen kann oder wie gesagt als Lesezeichen nehmen. Ja. Dann habe ich 1000 Lesezeichen Kalender. Einmal eins mit Glücksschweinen. Da sind dann ja immer, ihr kennt die ja. Ein Schwein ist rausgefallen, das hier. Ich finde, die sind ganz süß, die Bilder. Dann ein Snoopy-Lesezeichenkalender für dieses Jahr 2011. Ganz sicher hundertprozentig wieder ein Geschenk von Steffi. Ich liebe Snoopy. Ich habe auch noch den Kalender von letztes Jahr. Der hat, da fehlen schon einige Sachen. Und ja, sind schon süß. Schlafen ist eine Kunst, sagt man. Ich mag Snoopy. Ich mag auch Garfield. Da habe ich auch einen Lesezeichenkalender. Die Sprüche sind einfach der Hammer. Da fehlen auch schon einige. Glotzt du so? Ich finde die gut. Dann habe ich hier noch so einen Tierlesezeichenkalender. Da habe ich noch keins rausgenommen. Dann habe ich das damals von Steffi bekommen, wo wir uns noch nicht kannten. Wir haben uns ja im Büchertreff im Internet kennengelernt und sie hat mir ein Päckchen geschickt und da stand, war dann dieses Ich hab dich gern mit diesem nähenden Schaf dabei. Dann hat sie mir irgendwann nochmal dieses geschickt, Kunststück. Und dann habe ich hier aus den Kalendern lauter
Dann habe ich hier Reckless von Cornelia Funke, ein Werbelesezeichen. Das Buch kenne ich allerdings nicht. Dann ein Lesezeichenkalender mit halbnackten Männern. Fehlt kein einziges, ist nicht mein Ding. Also ja, Männer schon, halbnackte auch gern. Aber mit diesen Lesezeichen rumzurennen oder mir so einen Kalender da anzuhängen, das gibt mir irgendwie gar nichts. Dann dieses Türschild von Lovely Books habe ich. Hier wird gerade ein spannendes Buch gelesen. Bitte nicht stören. Dann habe ich was ganz Tolles noch. Ein True Blood Lesezeichen. Einmal Staffel 1 und Staffel 2. Ein Berlin Lesezeichen aus der Ampelmann Edition. Pause machen. Und auf der Rückseite gibt es den Fernsehturm. Dann habe ich von diesen ganzen Platinum Editions hier die ganzen Magnetdinger. Ich bin nicht so der Fan von Magnetlesezeichen, weil wie gesagt, unterwegs machen die sich immer schlecht, die rutschen dann raus und zerknüllen einem noch die Seiten. Dann habe ich hier auch ein Lesezeichen, was ich von Steffi geschenkt bekommen habe. Ich wünsche dir die Kraft, die du benötigst, um das zu verändern, was du nicht länger ertragen willst. Das hat sie mir vielleicht mal geschenkt, als es mir nicht so gut ging. Ich weiß es nicht mehr genau. Hey, da finde ich das total toll. Das ist von Ars Edition Geisterstunde. Finde ich total süß mit dem Gespenst vor dem Bücherregal. Ja, dann, also so viele habe ich nicht, das war es eigentlich auch schon. Hier sind noch welche aus so einem alten Kalender, so ein Irland-Kalender, die habe ich noch aufgehoben. Ansonsten sind hier wirklich haufenweise Leseproben drin, ja. Dieses, dann diese Lux-Programme, House of Night. Das habe ich aufgehoben, weil es Black Dagger angehaucht ist. Wieder Lux. Dann habe ich hier eine Leseprobe von Celine Kiernan, Schattenpfade. Also ich nehme diese Leseproben-Buchladen immer gerne mit und lese halt mal rein. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und jetzt stopfe ich alle meine Lesezeichen hier wieder rein irgendwie. Passt nicht. Also sie ist wirklich schon gut gefüllt, die Box. Falls ihr auch Lesezeichen sammelt, ich würde mich total freuen, wenn ihr auch so Videos macht, die ich noch nicht getan haben. Ich habe auch noch von meiner Freundin Uta aus England dieses Schmucklesezeichen bekommen. Eine Seite hat so Zebra-Look und die andere ist weiß. Und dann kann man hier so diese Anhänger wechseln. Ich habe die jetzt alle mal dran gehangen. Das ist ein Cocktail, eine Handtasche und ein Kleid, ein Abendkleid mit so Glitzerkram. Und dann habe ich noch eins selbst gebastelt, die hat es im Juni zum Geburtstag bekommen von einer Büchertreff-Freundin. Liebe Nettie, falls du das durch Zufall irgendwie sehen solltest, Dankeschön, es schmückt mein Buchregal. Auch ein sehr schönes, wie macht man dann halt Schmucklesezeichen, ihr kennt die ja alle, so in den Buchrücken rein, um die Seiten zu markieren. Das funktioniert sehr gut und sieht im Bücherregal immer sehr, sehr hübsch aus. Und das ist so ein kurzes. Und sie hat hier lauter pinkfarbene Glitzerperlen dran. Diese hier ist sehr, sehr schön, falls ihr die seht. Und lauter kleine. Also ich finde es sehr, sehr schick in pink und rosa. Mädchenhaft halt. Ups, das ist runtergefallen. Jo. Das sind so meine Lesezeichen. Wie gesagt, meine Liebsten sind die mit dem Gummiband. Die finde ich am schönsten. Und dann wollte ich noch zeigen, das sind meine Buchnotizen. Das ist so ein bisschen Lesegewohnheiten hier. Und zwar ist das ein Charles Dickens Paperblank mit Magnetverschluss liniert und dann steht hier drin Buchnotizen von mir und dann geht's los. Ab Juli 2005 habe ich alle Bücher, die ich gelesen habe, aufgeschrieben und bewertet. Ja. Also, ja, hier gab es eine Zeit, da habe ich mal sehr viel gelesen. Das war 2007, 2008. Da muss ich wohl viel Zeit gehabt haben. Ja, sowas habe ich. Und dann hat es hier hinten noch so eine Tasche. Also hier habe ich so teilweise ein paar Buchaufkleber. Hat es hier hinten noch so eine Tasche und da mache ich dann alle möglichen Sachen rein. Ich wollte mir mal angewöhnen, Kassenbons zu sammeln und mal auszurechnen, wie viel Geld ich im Jahr für Bücher ausgebe. Ich habe es einfach aufgegeben. Vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Aber die finde ich dafür sehr, sehr schön. Ich bin nicht so der Computerprogramme-Mensch, der sich da hinsetzt und alles im Computer archiviert. Ich mag das schon lieber auf die traditionelle Art und Weise. Ich schreibe auch gerne Listen und so Sachen. Ja.
Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann zeige ich es euch irgendwann nochmal. Das soll es erstmal gewesen sein von mir und meinen Lesezeichen und meinen Buchnotizen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns bald wieder. Alles Liebe, bis dann. Tschüss.